Und das sind wir schon. Hallo. Hallo, liebe Kirsten. Ich war gerade noch ganz vertieft in diverse Dinge. Ich habe mich aus meiner Meditation herausgerissen. Ich hoffe, die schöne Musik am Eingang hat dich dazu vertieft und verleitet, noch tiefer in deine Ja. Gedanken zu gehen. Ja, ich war jetzt gerade mal weg vom Homeschooling und in einer besseren Welt. In einer besseren Welt, das ist schön. Wir sind ja jetzt auch in einer besseren Welt gelandet, denn wir sind mitten im Tarotgarten. Liebe Kirsten, das ist sozusagen die Episode 0 in jeglicher Hinsicht. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, Tarotgarten, neues Konzept bei der Geheimnisakademie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir haben in der Geheimnisakademie ja verschiedene Orte. Es gibt ja schon das Sternenzelt, es gibt den Sternenturm, in dem du ja auch schon geladen warst, und weitere Orte, den Runenbrunnen selbstverständlich. Und so ist die Geheimnisakademie ja mehr eine Landschaft als einfach nur eine Akademie mit verschiedenen Orten, an denen wir uns mit altem, geheimem Wissen beschäftigen und einfach ein bisschen Licht darauf werfen. Und dann habe ich mir überlegt, Tarot, das liegt ja schon länger in der Luft. Und wo könnte man denn über Tarot schöner reden als in einem Tarotgarten? Denn da klingen wahrscheinlich bei einigen von euch schon Erinnerungen an Italien und die Toskana, oder? Auf jeden Fall. Ja, erstmal guten Morgen da draußen. Ihr seid ja schon sehr vollzählig versammelt. Schön, dass ihr da seid und mit uns ein wenig eine närrische Reise antreten wollt, wo der Karneval in Venedig dieses Jahr ausfällt und auch ansonsten Karneval in dieser Zeit nicht gerade groß geschrieben werden kann. Dachten wir, fangen wir einfach mal an, unsere Tarotreise mit dieser Karte zu beginnen. Und es passt ja auch wunderbar, da ja, wie du schon sagst, Fasching entfällt, müssen wir sozusagen ja logischerweise hier etwa ein Gegenpol setzen. Ich möchte darauf hinweisen, oben drüber läuft es im Ticker. Bei uns in der Geheimnisakademie fällt natürlich Karneval nicht aus. Die fünfte Jahreszeit kann kommen. Ab dem kommenden Mittwoch haben wir ja unseren neuen Geheimniskurs zur fünften Jahreszeit. Wer sich dafür interessiert, findet den Link unten in den Shownotes, in der Infobox oder wo auch immer. Und soll sich mal bemüßigt fühlen, da hineinzufühlen, denn er kann den Narren in sich entdecken. Aber wir wollen den Narren hier entdecken. Und da das ja auch unsere Episode 0 ist in dem ganzen Format, vertraue ich mal auf so die Dynamik von Kirsten und mir, die sich ja doch schon vielfach bewährt hat, dass wir einen vergnüglichen, aber auch informativen Vormittag euch liefern können. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Tasse Tee oder Kaffee zur Hand und genießt diesen, naja, in einigen Teilen Deutschlands doch recht chaotischen Sonntag, habe ich zumindest gehört. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kirsten. Also hier ist ja alles abgesperrt, es fahren keine Fernzüge, aber der Schnee hat auf sich warten lassen. Wir sitzen hier wieder im Grünen, so wie im Tarotgarten. Ein Moment. Aha, also jetzt bin ich heute anscheinend doch ganz alleine für das Programm verantwortlich. Nein, im Gegenteil, ich wollte nur sicherstellen, dass Grenzen gewahrt werden. Ah. Und das ist einfach so. Was dem einen sein Homeschooling ist, ist dem anderen sein Homeoffice. Und ja, bei uns hat es auch noch nicht so. Also das Chaos wartet ja noch. Aber ich habe mir gedacht, Chaos, was sehe ich denn da? Schnee aus Potsdam. Aha. Und Kerstin fragt noch mal wegen der Toskana nach. Ja, ich dachte natürlich an den Tarotgarten der Nikita Saint-Phalle, den ich schon mehrmals besucht habe. Und du warst ja auch schon dort, Kirsten, und kannst Ja, den Gedanken. hochschwanger habe ich in der Herrscherin gestanden und das hat die Geburt natürlich so viel besser gemacht, in so ein bisschen einer Asbestkonstruktion Oh je, jetzt verrätst du was. Naja, in jedem Fall, für die, die den Tarotgarten der Niki de Saint-Phalle nicht kennen, das ist ein Garten in der Toskana, in der Nähe von Capalbio. Und ja, Niki de Saint-Phalle, eine Künstlerin, vor allen Dingen für Skulpturen bekannt, wie die Nanas, also sehr bunt, sehr knallig, runde Formen, hat dort die großen Arkana zum Teil zu begehbaren Skulpturen gemacht, in die man hineingehen kann, wie in die Herrscherin. Da hat sie dann, glaube ich, sogar gewohnt drin.
Wer da mal hinkommen sollte, irgendwann mal wieder, der lohnt es sich, einen Abstecher dorthin zu machen. Nur, dass der Begriff Tarotkarten nochmal geklärt ist. Ich weiß nicht, der Und Narr ist bei Niki de Saint-Phalle gar kein, ist nur eine Skulptur, glaube ich. Ja, so eine bunte Skulptur. der Narr, ja, sie alles sind Skulpturen und manche sind halt ineinander verwoben, die Skulpturen. Aber der Narr ist noch nicht so ausgearbeitet wie zum Beispiel die Herrscherin, in der sie gewohnt hat, die gleichzeitig da drinnen in der Herrscherin, wenn ich mich recht entsinne, ist das Gericht und der Wagen. Also das ist eine ziemlich wilde Mischung. Wer sich für so eine Reise interessiert, die werden zum Beispiel organisiert von der Lilo Schwarz, wahrscheinlich jetzt nicht. Aber schaut doch mal auf die Seite von Lilo Schwarz, mit der habe ich damals die Reise gemacht, zusammen mit meinem Mann. Und wir waren nicht nur in dem Garten der Niki de Saint-Phalle, sondern auch, glaube ich, oh, war es der D'Angly, noch ein Garten? Also wir haben 4 oder 5 verschiedene Gärten besucht, unter anderem auch einen ähnlichen Garten, wie wir jetzt hier im Hintergrund sehen, der nicht so weit weg mehr von Rom ist, in dem es aus dem 16., 17. Jahrhundert ganz seltsame Gestalten und Wesen gibt, denn wirklich ein magischer, verzauberter Garten. Ich muss mal wieder die Bilder rauskramen, Das fällt mir ist da ein. Bomarzo, von dem du sprichst. Genau, ich danke dir. Also ganz toll. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug geplänkelt. Alle sind da und wir Natürlich fangen jetzt was jetzt einfach mal an, unserem weil jetzt. Garten passiert. Genau. Also wie gesagt, das war die Idee war eben einen Garten zu schaffen, dem Skulpturen sind und natürlich ist es ein virtueller, ein geistiger Garten, aber ein Zuhause, wie ich finde, für das, was die Kirsten und ich vorhaben, nämlich euch mit der Symbolik der Tarotkarten, der großen Arkana vertraut zu machen und einfach darüber zu sprechen, wie wir das ja schon geübt sind in unseren Geheimnistalks und anderen Dingen, die wir so machen. Ja, vor allem geht es ja auch nicht nur um Tarot, ne, sondern du hast ja da hinten ein Bild angebracht, was gar nicht mit Tarot zu tun hat, sondern ich finde es ja auch immer wichtig, dass wir Tarot als Archetypen sehen, also die Bilder, die dargestellt sind und sie in unserem alltäglichen Leben wiederfinden, in den Medien wiederfinden, in unserer Filmwelt und in der Literatur wiederfinden. Und da können wir euch vielleicht auch ein bisschen Inspiration zu liefern. Auf alle Fälle. Ich habe jetzt hier hinten im Hintergrund habe ich ein Bild, das ich unglaublich gerne mag. Es ist aus dem, ich denke, es ist Karneval in Venedig. So eine Maske würde man wahrscheinlich dort sehen. Und für mich verkörpert es so den Narren in seiner manierierten Form, in seiner schönsten Form, die man sich so vorstellen kann. Denn Narr ist natürlich auch ein Schimpfwort, vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich weiß nicht, wann irgendjemand mal einen anderen als Narren beschimpft hat. Du Narr, hast du das letztens schon mal irgendwann gesagt? Ich kann mich nicht direkt entsinnen. Such a fool habe ich vielleicht schon mal eher gesagt, aber es ist inzwischen relativ altertümlich. Ja, ich sage manchmal, jemand ist töricht, da steckt der Tor drinnen. Aber ich liebe es einfach auch, etwas ältere Schimpfwörter wieder ausgraben zu lassen und dadurch die jüngere Generation zu verwirren. Ja, also vielleicht habt ihr ja schon mal gesagt, du Narr zu jemandem oder ihr habt mal wieder Lust, es zu sagen. Dann aber bitte erst hört euch diese Folge an, was das alles bedeutet. Denn letztendlich ist es am Ende gar kein Schimpfwort mehr. Und wir haben natürlich diesen schönen Narren, aber ich habe auch ein paar andere Bilder einfach mal zur Inspiration mitgebracht. Ich lese gerade hier, wo überall zugeschneit schon ist. Ich hoffe, ihr habt es gemütlich, solange es gemütlich ist und warm und kein Stromausfall und nichts dergleichen, dann könnt ihr euch ja schon ganz vertiefen. Ein anderes Bild, was ich mitgebracht habe, deutet für mich so den Narren in so einer anderen Form an. Der Jester vielleicht oder der Gaukler oder ja, Auch da der bitte Joker. der Joker, genau, so wie wir ihn ja aus dem normalen Kartenspiel auch kennen. Was heißt normal? Ich weiß gar nicht, ob in jedem Kartenspiel immer ein Joker vorkommt, aber doch in einigen. Also die Wildcard könnten wir es vielleicht auch nennen im Kartenspiel, die für diverse Dinge eingesetzt werden kann und die auch durchaus ein bisschen unheimlich daherkommen kann.
Und das haben wir jetzt hier zum Beispiel gesehen anhand des Jokers, des Films oder auch zu meiner Zeit, als ich mir noch Batman-Filme angesehen habe, Jack Nicholson als Joker, das Unheimliche, was wir mit dem Närrischen auch verbinden, das Unberechenbare. Deswegen wird die Tarotkarte nahe auch gerne mit Uranus in Verbindung gebracht, obwohl die Menschen, die sich angefangen haben, diese Karten mit Astrologie zu verbinden, sich eher gedacht haben, dass das die Wurzel der Luft ist. Also eine sehr luftige, dynamische Energie, eine intellektuell getriebene, denken wir an Narren wie, um nochmal auf Venedig auch zurückzukommen. Ja, das passt jetzt. Also wie Narren wie Till Eulenspiegel, die hier oben im Norden ja gewirkt haben, oder der hier oben gewirkt hat, die immer auch Tricks spielen. Also die Figur des Tricksters, des Loki, könnte ich auch in närrischen Dingen sehen. Und ich denke auch, also woran mich das jetzt auch erinnert, oder ich finde interessant, dass du sagst, die Wildcard, das ist ja auch ein interessanter Ausdruck. Wild ist ja wild, also die wilde Karte, die chaotische Karte könnte vielleicht auch sagen, was Wildnis verkörpert. Interessant, warum man das auch heute noch sagt. Er hat die Wildcard gezogen, ja. Interessant, dass das Wilde mit drin ist. Und für mich Ja, erinnert zum weil. Beispiel, ja, Nee, sag du. sag du, du erinnerst dich gerade an etwas. Ja, ich erinnere mich bei dieser Figur hier oben an die Moriskentänzer, die wir in München ja auch haben, die jetzt auch gerade eigentlich zu Fasching wieder auftreten sollten könnten, manchmal auch eben dann zum Stadtgründungsfest wieder auftauchen. Wir haben ja diese geschnitzten Figuren von Erasmus Grasser im Stadtmuseum ausgestellt. Das sind eben auch tanzende, ja, narrenartige Figuren, die um die Welt tanzen. Und die Welt wird als Frau dargestellt. Und sie müssen sich in immer komplizierteren und akrobatischeren Kunststücken vor ihr beweisen, um sozusagen den Apfel zu gewinnen, den sie zu vergeben hat. Und da erinnert mich das auch dran, dieses tänzerische Leichte. Also in Bezug auf Tarot, das Bild, was du jetzt zeigst, auf jeden Fall immer der Hinweis, dass der Narr, an welcher Stelle er auch liegt im Kartenspiel, darüber haben sich die Esoteriker auch lange Zeit gestritten. Immer wieder eine Möglichkeit eines Neuanfangs bedeutet. Die Karten werden neu gemischt, wenn der Narr auftaucht. Man kann damit Dinge erreichen, die man sonst vielleicht nicht erreichen kann. Ja, der Narr ersetzt andere Karten, andere Energien. Und es hat auch was mit Mutation zu tun, der Narr. Immer wenn diese Null auftaucht, die dem Narren im Tarot zugeordnet ist, dann verändert sich was. Wie ist das eigentlich? Das ist vielleicht eine Frage, die ich schon mal stellen kann. Du bist ja sowieso ausgewiesene Expertin, gerade auch in der Geschichte des Tarot. Total. Wie man sagt, wie ich gehört habe, Frau Buchholzer. Ja, irgendjemand hat dieses Gerücht gestreut, ich weiß. Nein, aber du korrigier mich, aber du hast doch, glaube ich, deine Arbeit für den Tarotverband, hast du doch über Geschichte des Tarot geschrieben etwas, In ne? der Tat, Das, ja. ja, genau. Also insofern ist da schon mal ein Anker, aber ich weiß das ja, wir kennen uns ja nun schon ein Weilchen und weiß, dass du da immer eine gute Adresse bist, wenn es um diese Fragen geht. Aber weil du es so ansprichst, die Position der Karte, der Narr im Tarot, ich kenne das immer so, dass für mich ist es die erste Karte, die mir entgegenspringt, weil sie ja oft mit Null beziffert wird. Ich weiß mittlerweile, dass das nicht immer so war. Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu, wie der Narr im Tarot in seine Reihenfolge gekommen ist, oder? Also ich hoffe, dass wir jetzt noch nicht zu weit vorangehen, aber es Okay, wir ist können auch so, später klären, aber. also der Narr, wenn wir einen Packen Tarotkarten aufmachen, wird der Narr nicht die erste Karte sein, die liegt, sondern es liegt immer der Magier oben. Und der Narr liegt als letzte Karte der großen Arkana, also hinter der Tarotkarte 21. Als die Franzosen, die sich ja zuerst mit den okkulten Aspekten von Tarot beschäftigt haben, sich mit dem System der großen Arkana auseinandergesetzt haben, da haben sie gesagt, jemand zum Beispiel wie Eliphas Levi, 19. Jahrhundert ist das jetzt, dass der Narr liegt zwischen Gericht und Welt.
Und das war auch sehr lange so gebräuchlich. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es erst zu Zeiten des Golden Dawn, zu Zeiten von Waite, also als dann die Erforschung des Tarot mehr noch auch nach England rüberrückte, gesagt worden, dass der Narr eigentlich die Zahl 22 symbolisiert auf der einen Seite, deswegen liegt er hinter der Karte 21. Aber gleichzeitig eben, während alle anderen großen Arkane mit einer römischen Ziffer ausgestattet sind, er mit einer Null ausgestattet ist. Und wenn man sich die Waite-Karte, die wir nachher noch sehen werden, ganz genau ansieht, dann ist diese Null eigentlich keine Null, sondern ein leerer Kreis. Okay, ja, ist vielleicht doch, aber gut, dass wir schon mal, also das war eine Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt hat, aber wir können das nachher nochmal aufgreifen, wenn wir die Karten sehen. Ist dann vielleicht einfacher. Ich muss vielleicht ganz kurz hier nochmal einwenden. Anna fragt, was ist eine Arcana? Ah ja. Also Arcana ist die Mehrzahl von Arcanum. Und die Esoteriker, die sich mit Tarot beschäftigt haben, die haben gesagt, dass die Trümpfe des Tarot, also alle von euch, die jetzt nicht sich mit Tarot auskennen, Tarot ist ein Kartenspiel, das tatsächlich auch noch gespielt wird, Tarok. Wird zum Beispiel sehr gerne im süddeutschen Raum noch gespielt und vor allem in Österreich. Mozart war ein leidenschaftlicher Tarockspieler. Sigmund Freud hat ein ganz tolles Tarock noch, gibt es in seinem Museum zu bewundern in Wien. Das ist ein tatsächliches Spiel, das so ähnlich funktioniert wie vielleicht Doppelkopf. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hat man dann gesagt, dass dieses Kartenspiel irgendwie auch esoterische Konnotationen hat. Und das liegt daran, dass neben diesen Zahlenkarten, wie wir sie auch aus Skat kennen, ja, so Herz und Karo, die haben da andere Bezeichnungen, nämlich Schwerter und Münzen und Stäbe und was fehlt mir noch? Kelche statt Herz, Kreuz, sonst was. Neben diesen Symbolen gab es auch immer noch 22 Karten, die als Trümpfe bezeichnet wurden und werden, Triumphi aus dem Italienischen, aber die im Zuge der esoterischen Bewegung mit Tarot in Arcanum, Arcana umgenannt wurden. Und jetzt komme ich zu deiner Antwort, liebe Anna. Arcanum heißt Geheimnis. Stian, Arcana heißt nicht Geheimnis, Arcana heißt Geheimnisse. Und das ist insofern relevant, dass wenn ihr in Tarotbüchern das Wort Arkanen lest, dieses Wort nicht existiert. Also du meinst, da handelt es sich um eine sehr freie Interpretation des Wortes Arcana. Da handelt es sich um eine Nichtkenntnis des Lateinischen. Ja, alles klar. Also wir unterscheiden zwischen einem Arcanum und den Arcana. Und Und warum tun wir das? Wir haben gesagt, also es wurde gesagt, dass jede dieser Trumpfkarten ein großes Geheimnis darstellt, was es zu entschlüsseln gilt. Und die ganzen esoterischen Geheimverbindungen, wie der Golden Dawn zum Beispiel, die haben anhand von diesen Bildern, dieser großen Arkana, versucht, höheres Wissen zu erlangen und Einweihungserfahrungen zu machen. das ist vielleicht insofern ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst, weil wir eben gerade mit der Karte Null der Narr, auch wenn sie vielleicht in der ursprünglichen Reihenfolge gar nicht die erste war und vielleicht auch gar nie die erste sein soll, wir aber trotzdem jetzt mit ihr beginnen, hat ja einen bestimmten Hintergrund. Genau, also wenn ich das nochmal sagen darf, der Narr ist nicht in der Reihe der großen Arkana. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns ein paar Tarotkarten ansehen. Also er tanzt aus der Reihe sozusagen. Ja, er gehört nicht dazu, aus meiner Sicht. Vielleicht nehme ich da gleich mal das zum Anlass, das nächste Bild einzuspielen. Das ist aus Nürnberg, aus einer Skulptur, die das sogenannte Narrenschiff abbildet. Narrenschiff ist so ein Motiv aus der frühen Neuzeit, Mittelalter, frühe Neuzeit. Da könnte man sich jetzt auch mehr drin vertiefen. Mehr dazu findet ihr dazu auch in unserem Kurs oben. Da sprechen wir über das Narrenschiff genauer. Hier geht es mir aber darum, dass der Narr ja auch eine Figur ist, die bekannt ist, nicht nur aus dem Fasching und dem Karneval, sondern früher ja eine Funktion am Hofe hatte. Wir kennen ja der König und sein Narr.
Da gibt es auch diesen Film. Jester and his, oh, wie heißt dieser Sänger? Ah, oh, den fand ich so großartig. Ich weiß schon, und das waren so wie Männer in Strumpfhosen. So war der Genau, Film. ist ein fantastischer Film. Den habe ich neulich erst wieder gesehen. Danny Ich habe Kaye? gelacht. Ja, Danny Kaye, genau. Genau. Ich weiß sowas auch I mal. am the Bin. Jester and he is the. Ja, ich Ja, genau. Sehr gut. Und ich meine, aber daher kennen wir den nachher natürlich auch als eine Art Gegenstück zum König. Und das heißt ja immer so, der Narr war der Einzige am Hof, der dem König die Wahrheit sagen durfte. So ganz stimmt das natürlich nicht. Aber das ist jetzt mal so stilisiert und wir reden ja auf einer archetypischen Ebene. Das finde ich interessant. Das hat auch was Astrologisches. Na, wir haben ja, wenn wir jetzt ein Tierkreiszeichen nehmen würden, welches dem König entspräche, dann würden wir ja vermutlich den Löwen nehmen, so mehr oder weniger. Und das gegenüberliegende Zeichen wäre ja der Wassermann. Also man könnte sagen, das Wassermännische, und wir sind ja jetzt in der Wassermannzeit gerade mit Fasching, Karneval oder wie auch immer ihr das nennt, Fastnacht, das ist ja die Wassermannphase. Ne? Also wo. Wo das Einheitliche aufgebrochen wird, wo in Frage gestellt wird, wo sich lustig gemacht wird, wo verkehrt wird, das Oberste zu Unterste. Und diese Funktion des Narren, die schwingt natürlich, wenn man diese Tarotkarte nimmt, auch immer mit, finde ich. Ja. Und vielleicht ist das ein, ja, wolltest du was Und sagen? was ist da die Narrenreise in dem Kontext? Ich war Das in Narrengift. Nürnberg mit der Susanne, sie hat mir das auch erklärt, aber es ist schon wieder weg. Das war nichts Spirituelles, sondern es ging eher darum, dass wir alle Narren sind, die Genau. durchs Leben reisen, Und das ist oder? eine Metapher für das Leben, würde man sagen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, da kommt eben dieses Bild des Narren auch. Und ich meine, Narr hat ja neben diesen Konnotationen der Narr am Hofe des Königs, der die Wahrheit sagen kann. Ich muss da komischerweise immer an eine Geschichte von Edgar Allan Poe denken. Eine ziemlich düstere, fiese Geschichte. Ach, hat der düstere Geschichten gemacht? Der Edgar Allan Poe? Nee, eigentlich nicht. Es waren immer sehr fröhliche Sachen. Aber da war es mal richtig ein Ausrutscher. Das war jetzt ironisch. Da ging es auch um einen Narren, der sich dann später an dem König rächt. Auf ziemlich grauslige Weise. Also das nur so am Rande. Ja, aber wie gesagt, auch der Narr natürlich auch die Narrenkeuche, das ist auch so ein Begriff, den wir kennen aus dem Mittelalter. Das sind natürlich die, ja, wie sagt man da heute korrekt? Früher hätte man Irrenanstalt gesagt. Wie sagt man da heute? Eigentlich gibt es sowas heute nicht mehr in dem Sinne. Heute gab Asylum. Ja, früher gab es halt die sogenannten Narrenkeuchen, da wurden all die Leute reingesteckt, die gesellschaftlich irgendwie nicht angemessen waren und die man eben für verrückt erklärt hat. Und deswegen hat Narr so ein großes Spektrum an Bedeutung, will ich damit nur sagen. Aber vielleicht schauen wir uns doch mal Tarotkarten an. Und Yay. yay. Ja. Ah nein, wir schauen uns noch keine Tarotkarte an. Entschuldigung, Kirsten. Schauen wir uns eine Tarotkarte Aber du musst zugeben, es könnte eine Tarotkarte sein. Also so, ne? Das sieht Es jetzt aus wie Europa, fragt sich, wie sie das mit der Impfstrategie hinbekommt. ja, gut, das ist eine sehr moderne Anregung. Ja, in jedem Fall, es ist das Bild eines Künstlers. Ich muss ganz offen gestehen, ich habe das Bild einfach genommen, weil es mir gefallen hat. Der Name des Künstlers war mir nicht bekannt. Es hängt im Prado. Also, das heißt, es ist ein spanischer Künstler und er hat dort Parsival abgebildet, den reinen Tor, wie es ja schon bei Wolfram von Eschenbach heißt und später ja in vielfacher Weise wieder aufgegriffen wurde, nicht zuletzt auch von Richard Wagner in seinem Parsifal. Und ja, auch der reine Tor, der Narr, ist etwas, was mir immer wieder in den Sinn kommt. Und ich denke dann auch so ein bisschen, weil die Geschichte von Parsival ist ja auch so eine Heldenreise. Ne? Also er ist völlig unschuldig, er sieht Ritter durch den Wald, Laufdeck, das sind Engel, weil die so helle, strahlende Rüstungen hat. Er beschließt dann daraufhin, ich möchte Ritter werden. Seine Mutter gibt ihm rätselhafte Ratschläge, weil sie denkt, sie muss ihn vor diesem Schicksal bewahren, weil sie ihren Mann, der Ritter war, verloren hatte und so weiter und so fort. Und er benimmt sich aufgrund dieser Ratschläge dann teilweise recht seltsam und macht viele Fehler.
Ein Beispiel nur, dass er so unschuldig wie er ist, der unschuldige Narr, dass er von der Mutter gesagt hat, er soll niemals zuerst sprechen oder er soll keine Ungehörigen oder soll keine Fragen stellen, sowas. Und er kommt dann in die Gralsburg und er hält den Mund und hätte eigentlich nur eine Frage stellen müssen, wie er den Kranken am Vortag sieht, nämlich die Frage, was fehlt dir? Also eine Frage des Mitgefühls. Das also macht das einzige Mal, dass er irgendwie auf das hört, was ihm jemand sagt. Ansonsten benimmt er sich wie ein Volltrottel. Nun gut, Kirsten, das kann man natürlich auch so sehen. Ja, so kann man das sehen. Ja, also ich denke mal, da gibt es also nur der Parsifal fällt mir halt auch ein und er fällt mir halt deshalb ein, weil Tarot ja auch mit diesem Thema Heldenreise ja später dann auch oft verknüpft wurde. Ich weiß gar nicht, ab wann zuerst war das Hajo Banzhaf, der das zum ersten Mal gemacht hat oder war das vorher schon? Ja, Hajo Banzhaf war das nicht, aber er hat das jedenfalls nach Deutschland gebracht. Okay. Also, jetzt habe ich aber genug Vorgeplänkel und wir können auf diese Sachen ja auch zurückgehen. Jetzt möchte ich mal die ersten Karten zeigen. Ich habe dich jetzt vergnatzt mit meiner Parsifal-Analyse. Ich merke ja, das. Ich merke schon. Parsifal als Volltrottel zu bezeichnen, das ist schon sehr gewagt. Es stimmt, aber es ist sehr gewagt. Wir kommen nochmal darauf zurück. Ja. Noch kurz die Heldenreise. Ist aus Amerika eigentlich rübergeschwappt. Also der Joseph Campbell hat es ja schon vor langer Zeit angeregt. Die Filmindustrie hat die Heldenreise aufgegriffen. Romane werden nach der Heldenreise geschrieben und auch in den Tarot hat das Einzug gehalten in den 70er, eher 80er Jahren. Das Buch, auf das sich Hajo Banzhaf bezieht, als er dann sein Heldenreisenbuch hier in Deutschland rausbringt, das ist von Sally Nichols, heißt auf Deutsch Tarot und Psychologie. Im Englischen heißt das Tarot and Young. Und, also jung wie Ziege jung. Genau. Mhm. Und das ist ein sehr lesenswertes Buch. Es ist natürlich auch teilweise schon sehr veraltet, was die Geschichte darstellt, weil es eben aus den 80ern stammt. Aber da ganz toll aufbereitet, jeder Archetypus, jedes großen Arkanums. Und auch wenn ihr das Buch von Hajo Banzhaf noch in die Hände bekommt, ich weiß nicht mehr, es hieß mal die Heldenreise, inzwischen heißt es anders. Ihr könnt auf meinem Blog tarotwissen.de nachschauen, da habe ich eine Literaturliste angelegt mit wichtiger Literatur, die man so als Einsteiger-Tarot-Literatur lesen sollte, da habe ich es auch aufgeführt. Ja. Also überhaupt, wenn ihr mehr über die Arbeit auch von Kirsten und dem Tarot wissen wollt, ihr findet die entsprechenden Links auch in der Infobox verlinkt. Ganz genau. Auch zu Kirstens Blog. Vielen Dank, lieber Christopher. Aber selbstverständlich. Nun aber zum, was wir im Hintergrund sehen, zum Tarot de Marseille. Tarot de Marseille stammt aus dem ungefähr 16. Jahrhundert, wollen wir es mal so grob umreißen, und ist der Tarot-Typus, nicht dass eine Tarot, ihr seht hier zum Beispiel zwei verschiedene Varianten, dass die Okkultisten angeregt hat, sich über dem Tarot esoterische Bedeutungen zu geben. Es wurde, dieser Typus der Karten wurde in Marseille gedruckt und ist dann halt überall, vor allem in Frankreich, vertrieben worden für die Spiele vor der Französischen Revolution in den Salons. Also Marie Antoinette hat zum Beispiel auch sehr gerne mit diesen Karten gespielt. Und im Zuge dessen, dass in den Salons viel mit diesem Spiel gespielt wurde, kamen dann Esoteriker überhaupt erst darauf, dass das eine Bedeutung haben könnte. Da gab es den Menschen, der hieß Cour de Gebelin, der sich kurz vor der Französischen Revolution, übrigens in der Zeit, in der dann auch Uranus entdeckt wurde, der ja gern mit dem Narren verbunden wird, herumtrieb in einem der Salons. Er sah Menschen damit spielen in dem Salon und sagte, oh, das ist ägyptisches Geheimwissen. Und siehe da, eine Legende war geboren, die uns bis nach Atlantis führt. Tatsächlich ist es aber relativ unwahrscheinlich, dass die Atlanter oder auch die alten Ägypter mit Tarot gespielt haben. Es ist ein Kartenspiel, das belegt ist seit dem frühen 15. Jahrhundert, würde ich sagen, hier im Westen, in den arabischen Ländern, könnte es schon etwas früher aufgetaucht sein. Mhm. So, das kurz zur Einordnung. Und
war für mich, weil das, ich muss das ja auch immer für mich ein bisschen einsortieren, Tarot de Marseille ist nicht ein bestimmtes Tarot-Deck, sondern es ist ein Typus, der in Südfrankreich entstanden ist, folglich. Genau. Die Tarot-Decks an sich kommen eher aus Italien, so aus Mailand haben wir eins der ersten Decks, Bologna. Sehen wir nachher gleich noch eine Karte. Aber es hat sich dann sehr schnell im Raum Norditalien, Schweiz, Süddeutschland, Frankreich verteilt. Aber gerade in Frankreich hat das besonders geboomt in dieser Zeit. Und man hat halt gerne damit Karten gespielt. So, und wie wir sehen, ist hier der Narr ganz anders dargestellt, als wir es aus der Wait-Version kennen, die wir nachher auch gleich nochmal sehen. Wir sehen hier einen Menschen, der auf Wanderschaft ist schon, ne? Das ist auch bei späteren Decks der Fall, aber der sieht in keiner Weise heroisch, schön oder edel aus, sondern er läuft da einsam durch die Gegend, hat sein Säckchen zu tragen. Und er wird in den Decks, man weiß es nicht genau, entweder von einer Katze oder von einem Hund gebissen und dabei entblößt. Und es gibt sogar Narren, die auch ganz nackig unten herum dargestellt werden in manchen Tarot-Decks. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass das Instinkthafte sehr stark im Narren wirkt. Also der Narr auch in der esoterischen Bedeutung im Tarot hat immer, ist ein reines instinktgetriebenes Wesen. Wenn man sich diese Karte anguckt, da denkt man jetzt erstmal nicht so an Esoterik, aber ich hab auch noch mal einen Text rausgesucht, den werde ich jetzt, glaube ich, nicht in Gänze lesen, weil wir sonst bis irgendwann sitzen. Aber ich werde ihn später auch noch mal auf meinem Blog stellen. Aber ich lese euch mal ein bisschen was dazu vor. Das ist ein Text, den mein Tarotlehrer mir vor langer Zeit mal gegeben hat, den ich dann übersetzt habe. Und ihr könnt euch ja dabei mal das Bild ansehen und vielleicht habt ihr dann eine Vorstellung, warum man da esoterische Bedeutung reingebracht hat. Also es wird davon ausgegangen, dass Tarot als Reise des Narren erstmal bezeichnet wurde und nicht so sehr als Reise des Helden. Und das erklärt dann vielleicht auch schon mal, wir sehen ja, hier ist gar keine Zahl auf der Karte, dass der Narr halt außerhalb der anderen großen Arkana ist und immer quasi von Station zu Station läuft, ähnlich wie Parsival, und dann geschult wird in der Schule des Lebens. So, ein hervorragendes Bild für viele Aspekte der Reise des Narren ist der Narr in der Marseille-Version. Das närrische Ego, also der Narr als Instinkt und Ego, wird durch das Gesicht symbolisiert, das mit einer Narrenkappe bedeckt ist. Die drei Hörner auf der Kappe weisen auf die drei von uns Menschen bisher unentwickelten spirituellen Körper hin, die im Indischen Atman, Buddhis und Manas genannt werden. Somit stehen sie für die Spiritualität des Suchenden, der bezeichnenderweise seine Augen, den Sitz der suchenden Seele, nach oben wendet, während ihn sein animalischer Bart nach unten zieht. Im Kontrast dazu ziehen die Flügel seiner Kappe den Narren wieder himmelwärts. Hier haben wir jene ultimative Dualität, die hinter allen großen Arkana steht. Der Rand der Kappe weist auf ein verdecktes drittes Auge hin. Der unerlöste Teil des Menschen, sein Schatten, ist der Beutel des Narren, der Karma oder dunkle Materie beinhaltet. Diese dunkle Materie vermehrt sich Leben für Leben, also ich gehe natürlich davon aus, dass man wiedergeboren wird, und steht im Kontrast zur Reinheit der Prima Materia, der spirituellen Materie, die unser aller Geburtsrecht ist. Im Original heißt dieser Trumpf Il Mat oder Matto. Ma ist außerdem eine der wichtigsten Sanskrit-Silben, die auf Materie hinweist. Dann haben wir etwas zu dem Tier. In der Zeit, in der Tarot de Marseille entstand, galten Tiere immer noch, besonders Hunde oder Katzen, als weit verbreitetes Symbol für das Astrale, wie auch dieses Tier, was wir auf der Karte sehen. Es ist der ungezähmte Teil des Narren, der nicht in die Seele integriert ist
und so seine Unabhängigkeit ausmacht. Und gleichzeitig ist er eine Art Seelenführer, wie die Grille bei Pinocchio, den als Adepten, der nahe als Adept, als Suchender dahin führen möchte, was er in sich kontrollieren muss, um initiiert zu werden. Dann wird auch noch Augenmerk gelegt auf den Stock, ne? Dass der Stock, den der Nahe hat auf seiner Schulter, seinen spirituellen Aspekt von seinem körperlichen Aspekt trennt, also Kopf und Rumpf sind getrennt, und dass es da gilt, anhand des Aufarbeitens dessen, was in seinem Karma-Säckchen ist, da eine Verbindung herzustellen. So, und jetzt höre ich auf, da gibt es noch einiges drüber zu sagen, aber damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was man alles in so eine Karte hineinlesen kann. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Da ist natürlich jetzt schon sehr viel fortgeschrittenes Wissen mit drin. Was ist das Astrale und so weiter. Da muss man natürlich auch sagen, was mich an sowas fasziniert, ist natürlich nicht so sehr jetzt der Inhalt der Interpretation, sondern dass diese Karten natürlich immer zu solchen Interpretationen auch einladen. Und selbstverständlich gibt es noch unterschiedliche Ansichten darüber. Und vielleicht ist das der Reiz dieser Karte auch. Aber ich möchte mal für mich versuchen, zusammenzufassen, was du da jetzt gesagt hast. Also interessant, mir sind da so ein paar Geschichten jetzt eingefallen dazu. Und zwar, klar, bei dem einen, der Bart, der nach unten zieht, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Kirsten hat wieder den falschen Knopf gedrückt, denke ich mal. Aber möglicherweise kommt sie gleich wieder zu uns. So, da ist sie schon wieder. Guten Tag, Frau Buchholzer. Ja, es war wieder der Narr, der Narr, der auf eine Taste gedrückt hat. Ja. Entschuldige bitte. Also in jedem Fall, also der Bart, der nach unten zieht. Ich habe da sofort an das Märchen gedacht von Schneeweißchen und Rosenrot, das ich unlängst wieder mal auf dem Schirm hatte. Da gibt es ja auch so einen bösen Zwerg, der mit seiner Axt seinen Bart einkeilt. Und die beiden Mädchen befreien den Zwerg, indem sie ihn einfach abschneiden. Also auch diese Verknüpfung an die Materie, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber so kam mir das. Und dann, ja, Pascal meint, das ist das Resultat davon, wenn man sich mit dem Narren beschäftigt, Kirsten. Danke, Pascal. Ja, so ist das. Und was ich noch interessant finde, er hat ja zwei Stäbe. Also mir sind ganz viele Dinge eingefallen dazu. Aber ja, über den zweiten Stab referiert dieser Artikel auch noch, aber das wollte ich jetzt weglassen. Ja, ich finde, weil der ja wieder die Verbindung zur Materie herstellt. Genau. Aber finde ich interessant, auch Prima Materia ist so ein Begriff, der eigentlich aus der Alchemie kommt. Das ist die Ursprungsmaterie, mit der der Alchemist anfängt zu arbeiten. Und daher steht der Narr ja doch irgendwie am Anfang, ja, der Prozesse, sage ich jetzt mal. Ganz zu schweigen natürlich von diesem Hund-Katzenwesen. Seelenbegleiter finde ich einen interessanten Punkt. Wir haben den Hund als Seelenbegleiter ja in vielen Kulturen oder auch als denjenigen, der die Grenze zum Jenseitigen bewacht, behütet, denk an den Cerberus und ja, die viele Totengötter oder Totengöttinnen, die von Hunden begleitet werden, wie die Göttin Hel, die einen Hund hat. Ja, also da gibt es viele Bezüge, wie ich finde. Ob die nun vom ursprünglichen Künstler da hineingelegt wurden oder nicht, who knows? Ja. Who knows? Und auch dieses, ich meine, ich habe extra diese beiden Bilder gewählt, weil einmal Le Mât, das ist ein interessanter Gedanke, dass Le Mât, finde ich schon interessant, Mât, mit Materie in Verbindung gebracht wird. Ich weiß nicht, ob da jetzt das etymologisch standhalten würde, aber das spielt ja keine Rolle. Ne? Pepeline fragt nochmal, weshalb sind da immer Katzen drauf? Ja, wie gesagt, Katzen oder Hunde, man weiß es nicht genau. Also Katzen und Hunde galten beide als diese Symbole, und tatsächlich gibt es auf einigen Tarot de Marseille-Varianten, es gibt wirklich sehr, sehr viele, ganz deutlich Katzen zu sehen, auf anderen Hunde. Und dieses Entblößen wird auch gedeutet, Seele, der nackte Körper offenbart sich.
Naja, ist ja auf dem rechten Bild ist es ja sehr drastisch dargestellt. Da sieht man ja sogar die Geschlechtsteile, die man könnte sagen, freigelegt sind. Und damit ist das Thema vielleicht das Triebhafte. Na, wird da vielleicht besonders stark angedeutet. Aber also ich finde das ja immer interessant, so die einzelnen Dinge. Nur wenn ich jetzt sagen würde, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Also mal angenommen, im Rahmen einer Legung eines Blattes liegt jetzt der Narr und wir hätten jetzt das Masetaro genommen. Was würdest du denn spontan sagen, bedeutet das für eine Legung, wenn der Narr Ja, da so? können wir jetzt vielleicht gleich mal Ilonas Frage mit reinnehmen, die fragt, ehrlich gesagt überlege ich gerade nach den ganzen spannenden Infos, was der Narr im Tarot zu suchen hat, da der Narr ja immer als dümmlich und einfallslos dargestellt wird. Also zum einen, Ilona, finde ich nicht, dass er immer als dümmlich und einfallslos dargestellt wird. Wir haben ja gerade auch was über Parsival erfahren, der natürlich ein hehrer Held ist. Nach Holzbottel, ich erinnere dich an deine Worte. Denken wir an King Lear, in dem der Narr am Ende eigentlich der Weisere ist als der König. Wir haben gerade in Shakespeare unglaublich viele sehr kluge Narren dargestellt. Und der Narr ist entweder ein Hinweis, jetzt um auf den Tarot zurückzukommen, dass wir die Dinge mal auf den Kopf stellen sollten, unsere Regeln vielleicht auch hinterfragen sollten. Ja, sehr oft fordert uns der Narr dazu auf, ein Risiko einzugehen. Und das bedeutet, ich stelle, hinterfrage meine Regeln, ich wage etwas Neues. Der Narr, ja, wie, ja, einfach zu sagen, okay, das riskiere ich jetzt mal auf die Gefahr hin, dass es auch schief gehen kann. Das machen nicht so viele Menschen gerne. Und auf der anderen Seite kann der Narr für einen spontanen, fröhlichen Neuanfang stehen, für das ich gehe mal ins Leben hinaus, wie wir das auch aus vielen Märchenfiguren kennen, Tischlein deck dich oder so, wo dann der Jüngste sagt, ich gehe jetzt mal närrisch los. Einer, der auszieht, das Fürchten zu lernen, ist ein Paradebeispiel dafür. Und dann kann es aber auch, und das kommt jetzt, Christopher, auf die umliegenden Karten an, bedeuten, dass man sich vielleicht gerade wirklich narrisch benimmt und aufpassen soll. Also wenn es darum geht, soll ich meine Frau weiter betrügen und der Narr fällt, könnte es heißen, das kannst du gerne machen, aber sie wird es rausfinden. Und wenn du jetzt, Anna fragte ja gerade, ob das mit dem Entblößen auch bedeuten kann, dass er nichts zu verbergen hat. Ich würde eher das Zweite sagen, sich für nichts schämt. Also wenn ich sozusagen gerade auf die Welt komme, da denke ich an den Parsival. Der hat einfach, ist ausgestattet mit bestimmten Grundregeln und das sind für ihn seine Grundregeln. Und andere kennt er nicht. Und deswegen schämt er sich auch nicht für die Dinge, die er tut. Er küsst zum Beispiel eine Frau einfach. Ohne sich über höfische Etikette Gedanken zu machen und bringt natürlich sich selbst und andere ziemlich in die Bredouille. Also, ich finde die Interpretation von Parsival, da möchte ich echt gerne mal eine Sondersendung machen, lieber Christoph. Er bringt sich in Bredouille, weil er die Frau küsst. Er hat überhaupt gar kein Problem. Die arme Frau hat das Problem danach. Naja, ich sage ja, er bringt sich aber dadurch selbst in die Ja, er Bredouille. bringt sich gar nicht in die Bredouille. Die Frau wird vom Mann rausgeschmissen und endet als arme Bettlerin. Er sagt Hallo, tschüss, auf Wiedersehen und Aber geht er muss ja weiter. mit den Konsequenzen leben. Das ist ja dann sein Kriegt Karma. er ja gar nicht mit, die Konsequenzen. Wir machen mal eine Sondersendung Ich zum Thema, wie triggern wir Christ mit Parsivals Geschichte? Gut, aber in jedem Fall, als reiner Tor ist immer die Frage der Schuld. Vielleicht hört das auch zu dieser Karte mit dazu. Ich kann Dinge tun, ne? Das heißt ja immer so, Dummheit schützt vor Strafe nicht, ja? Sagt man ja so. Ne? Nur weil du nicht gewusst hast, dass du ein Gesetz überschreitest, heißt es das nicht, dass du nicht bestraft wirst dafür. Wenn ich jemanden aus Versehen umbringe, dann habe ich trotzdem einen Mord begangen. Ja? Es gibt vielleicht strafmildernde Umstände, aber ich denke mal, er schämt sich für nichts. Es sind ja zwei Dinge. Ich sehe ja diesen Narren auf dem Masetaro jetzt nicht als einen jungen Kerl. Das ist ja jetzt nicht das Kind, das in die Welt hinauszieht, sondern es ist durchaus schon einer mit einem Bart, was ja immer auf ein gewisses Alter hindeutet, nicht wahr? Und da sehe ich schon jemanden, der vielleicht sich schon nicht mehr schämt für die Dinge.
ja, der schon die Konventionen des Weltlichen so hinter sich gelassen hat, dass sie gesagt hat, auf gut Deutsch, scheiß drauf. Ja, oder? So, da bleiben wir jetzt aber nicht stehen bei dem Satz, Kirsten. wie heißt es so schön, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. So, ganz genau. Das hilft, wenn man es nicht so ganz drastisch. Wobei dieses mit dem Ruf und dem Ungeniertsein vielleicht eher noch zum Teufel passt, weil man da ja auch bewusst durchaus an bestimmte Themen rangeht und den Teufelsadvokaten spielt, ja. Während beim Narren man einfach unreflektiert oft Dinge tut, weil man ein instinktives Bedürfnis hat, sie zu tun. Ja, vielleicht ist das der Schlüsselpunkt, das unbewusste Triebhafte, ja, das uns aber auch manchmal verunsichert. Also ich denke mal oft, wenn ich Menschen begegne, die sehr instinktgesteuert oder triebhaft sind, also mich persönlich verunsichert das. Ich fühle mich da, der Narr ist jetzt für mich keine Schmusefigur. Also es ist eher jemanden, wenn ich dem so begegnen würde, würde ich erstmal auf Abstand gehen. Genau, und da hast du ja auch noch ein paar Karten bei mitgebracht, die das illustrieren vielleicht. Die jetzt gerade nicht. Aber gut, ich habe jetzt mal hier die nächste genommen, weil du ja schon gesagt hast, es gibt ja dann Interpretationen. Vielleicht ganz kurz, Kirsten, kannst du mal einordnen, was für eine Art von Tarotdeck wir jetzt gerade sehen? Genau. Historisch. Also wir sehen jetzt das weltberühmte, in manchen Munden noch genannte Rider-Waite-Deck. Ich möchte alle, die das nicht wissen, darauf aufmerksam machen, dass Rider der Verleger ist. Waite, Arthur E. Waite, derjenige, der dieses Kartendeck quasi konzipiert hat, aber dass der wichtigste Name fehlt, nämlich der von Pamela Coleman Smith, die Karten in 6 Monaten harter Arbeit gemalt hat. Und deswegen rege ich alle Menschen dazu an, dieses Deck lieber das Waite-Smith-Deck zu nennen als das Rider-Waite-Deck. Im Amerikanischen werdet ihr dieses Deck auch als RWS-Deck bezeichnet sehen. Das ist vielleicht die sinnvollste Bezeichnung. Dann weiß jeder und jede, was gemeint ist. So, dieses Deck entstand 1909. Also hat jetzt auch schon ein gutes Zeitalter hinter sich. Es ist das Resultat der Beschäftigung des Golden Dawn mit Tarot. Der Golden Dawn, eine Geheimverbindung vieler wichtiger Menschen in London, auch mit Verbindung nach Paris besonders, die 1888 gegründet wurde. 1909, da war dieser Orden schon lange gesprengt und Waite hat eine zentrale Rolle in diesem Orden gespielt. Er hat, nachdem es zu einem Putsch, bei dem auch Aleister Crowley eine große Rolle gespielt hat, kam, eine Splittergruppe dieses Ordens übernommen und hat ein Deck geschaffen, das er sagte, eine Richtigstellung der Themen bietet, die Tarot vorher hatte. Dazu muss man sagen, dass der Golden Dawn sich als magische Vereinigung gesehen hat, Waite hingegen nicht so viel von der Magie gehalten hat, sondern sich als Mystiker sah. Und er hat halt dieses Deck dann mehr in eine mystische Richtung geschoben. Könnte ich jetzt noch sehr lange drüber referieren, aber was das Wichtige ist beim Narren, ist, dass er eben sich besonders die Legenden um König Artus herum vorgenommen hat und dann die einzelnen Charaktere auch gerne angepasst hat an die Legenden von König Artus. Und ihr werdet es nicht glauben, aber er hat den Narren mit Parsival verbunden. Nein. Das kommt überraschend, Kirsten. Das kommt jetzt total überraschend. Und deswegen sehen wir hier, dass wir einen Narren haben, der eben nicht so ein abgewrackter wie im Tarot de Marseille ist, der ja doch ein bisschen außenseiterisch dargestellt wird, sondern hier ist ein hehrer, junger Jüngling auf dem Weg. Er hat eine weiße Rose in der Hand, die von seiner Unschuld zeugt. Das kleine Hündchen, ne, das ist ein süßer kleiner Paris Hilton Hund geworden, der da irgendwie den zujubelt oder antreibt. In vielen Tarotbüchern werdet ihr finden,
dass dieser Hund dazu da ist, den jungen Mann davor zu warnen, über diesen Abgrund zu fallen. Aber tatsächlich, wenn wir ein wenig kabbalistisches Verständnis haben, wissen wir, dass dieser Hund dazu da ist, ihn anzutreiben, über den Abgrund zu springen. Denn Wade hat hier in diesem Bild dargestellt die Inkarnation der Seele, die aus den Bergen des Wissens, des All-Eins hinabspringt ins Leben, um einen neuen Inkarnationszyklus einzuleiten. Und ansonsten haben wir aber viele Symbole, die wir auch auf dem alten Bild finden, halt neu interpretiert. Und daneben findet ihr gleich noch eine weiterführende Interpretation dieser Interpretation, nämlich von Lisa Stirl, das Modern Witch Tarot, das jetzt gerade sensationelle Erfolge feiert, ein Transgender-Deck. Und da sehen wir halt eine weibliche Narrin, die die Stadt verlässt, um ihre Abenteuer zu suchen. Ich finde es interessant. Ich habe ja mal gelesen, dass der Narr in seinem Säckel, den er ja schon im Marseille-Tarot hat, dass er dort gewissermaßen den vorkosmischen Zustand in sich trägt. Also die durcheinander gemischten Elemente, die dann später im Magier sortiert werden. Das ist in diesem Säckel drin, also er ist also völlig in dem Zustand der Möglichkeiten, da ist noch nichts verwirklicht und erst dieser Sprung über den Abyss, also den Abgrund, muss man vielleicht kurz, das wird zu weit führen, wenn wir das ausführen, aber der Abyssos oder der Abgrund ist in der Kabbala eben jene Grenze zwischen dem rein Göttlichen und zwischen dem, das sich dann in der Materie manifestieren darf. Und diese magische Grenze, sage ich es mal, die für uns Menschen in der Regel unüberwindbar ist, daher auch ein Abgrund ist, den muss natürlich alles, was nicht materiell ist, überwinden, um in der Materie sich manifestieren zu können. Der Sprung über diesen Abgrund ist sozusagen der Sprung des Göttlichen in das Materielle und oder das Manifeste. Eine Emanation, würde man auch sagen, des Göttlichen. Und in dieser Darstellung von Wade spüren wir noch deutlich, dass da bei Golden Dawn und so weiter und im ganzen Vorfeld eben all diese Traditionen mit hineinfließen auf einmal. Kabbalah, die Mystik, auch ägyptische Geheimnisse, von denen man das glaubte oder nicht. Da war dann Crowley dann mehr derjenige, der das mit hineingeflochten hat. Dann Artus-Geschichten. Also man hat ja in allem etwas Bedeutsames gesehen. Und da finde ich es interessant, dass bei Modern Witch Tarot der Stab und das Säckchen verschwunden ist. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Schau mal, ja, da hast du recht. Aber sie hält ja jetzt ihren iPod oder iPhone. Und sie hat auch so ein Handtäschleinchen, oder? Genau, das hält sie jetzt in der Hand. Also das, was sozusagen, das ist so eine, so im Kern, das, was wir früher sozusagen mit uns rumtrugen als Wandersäckel, na, das ist ja auch praktisch der Wandersmann, trägt in seinem Säckel sein Hab und Gut. Das tragen wir heute in unserem kleinen elektronischen Kästchen mit uns herum. Da haben wir die gesamte Welt, alle Möglichkeiten sind da drinnen und das geht in unsere Handfläche. Ja, es ist eine tolle Bildersprache. Pascal fragt hier übrigens, ob wir wirklich meinen, dass das alles auf kabbalistischen Sinnbildern basiert. Pascal, ja, auf jeden Fall, da kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Es war, der Golden Dawn war ein kabbalistisch orientierter Orden. Man durchlief die verschiedenen Stufen kabbalistischer Einweihung anhand von Tarotbildern und es lässt sich wirklich auf jedem Bild eine kabbalistische Verbindung nachweisen. Bei Crowley sieht man die stärker. Das liegt daran, dass Crowley die Geheimnisse des Ordens verraten hat, indem er die Korrespondenzen offengelegt hat, während Wade sich an seinen Schwur gehalten hat, dies nicht zu tun und dadurch diese Bildersprache entwickelt hat, die wir als Bilderschlüssel bezeichnen, aber dadurch dieses Deck so besonders populär gemacht hat, weil es viel einfacher auch auf anderen Ebenen zu lesen ist, als nur auf der kabbalistischen, aber es basiert auf kabbalistischer Symbolik. Was mir jetzt noch einfällt zu dem Modern Witch Tarot, was ich hier ganz gelungen finde, ist die Übertragung der Berge in die Silhouette einer Großstadt. Ja. Und dieses Raus in die Natur, das war jetzt so ein Bild, das du mir gerade nochmal überliefert hast. Ja. Wir sind ja wir sind ja in den Städten, sind wir ja so in Ordnungsprinzipien
in Ordnungsprinzipien eingebunden, in Kategorien von Gesetz und was man tun darf und was nicht. Und für viele ist ja dieses Raus aufs Land ist ja so das Einzige, wo wir dem entkommen können. Ja? Jetzt zurzeit nicht so sonderlich gut, aber das ist so ein Idealtypos. Und dort eben wieder zu einem Urzustand zurückzukommen, in dem wir befreit sind auch von vielen Gesetzen und Konventionen. Das ist, schwingt jetzt bei mir gerade so mit. Ja. So. Pascal, ich schicke dir dazu nochmal einen Artikel wegen des Hundes, ja? Also das geht jetzt vielleicht etwas weit hier. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter noch. Ich habe jetzt hier mal zwei völlig unterschiedliche nebeneinander. Ja, das hast du sehr interessant kombiniert. Ich habe ja eine Rechts-Links-Schwäche, aber das Bild, was brauner ist. Auf deiner Seite? Genau, das Bild auf meiner Seite ist mit das älteste Deck, das wir kennen, nämlich das Visconti Sforza Deck, was aus Mailand stand. Es wurde in Auftrag gegeben für eine Hochzeit dieser reichen Fürstenfamilie. Falls ihr die Borgias gesehen habt in der schlechten amerikanischen Variante, da wird zum Beispiel auch mit diesen Tarotkarten in einer Szene gespielt, was nicht wahrscheinlich ist, war, denn diese Bilder sind so groß, man kann sie im Mailänder Museum sehen. Und es war, glaube ich, nicht zum Spielen gedacht, das Deck, sondern eher als Illustration. Und da seht ihr jetzt den Narren draus. Und wie ihr seht, ist der nochmal ganz anders dargestellt. Er erinnert so ein bisschen an, ja, ich würde jetzt mal an Herkules denken, ohne Löwenfell, der so einen Knüppel in der Hand hat und eher so eine brachiale Gewalt ausüben kann. Das ist auch nochmal eine ganz neue Variante, mit dem Narrenthema umzugehen. Und auf der Seite, die Christopher zugeneigt ist, seht ihr den Narren eines meiner ganz persönlichen Lieblingsdecks, des Decks des Künstlers Karl Röhrig, der in den späten 80er Jahren dieses Deck entworfen hat und mit dem ich und mein Mann sich sehr auseinandergesetzt haben. Wenn euch das Deck interessiert, schaut auch auf meinen Blog, da habe ich einige Artikel zu veröffentlicht. Und dieser Narr hat halt was ganz Tolles an sich, was ihr ja heute auch schon mitbekommen habt, nämlich die Vereinigung von männlichen und weiblichen Prinzipien wird hier dargestellt. Wenn wir durch den Tarot reisen, durch die großen Arkana reisen, egal welches Deck wir nehmen, werden wir auch immer wieder feststellen, dass das Thema weibliches, männliches ein Thema ist in dem Deck und die Verbindung dieser Energien, ob wir die nun introvertiert und extravertiert nennen oder männlich, weiblich, aktiv, passiv, sonst etwas. Hier sehen wir jedenfalls ein altes männliches Narrengesicht und ein weibliches, junges Narrengesicht und im Laufe des Decks, dieser Variante, wachsen diese beiden Gesichter immer mehr zusammen, verschmelzen ineinander und werden so auch zu einer Transgender-Figur. Ich finde interessant, dass man ja sagt, der Narr ist ja eigentlich, weil er ja so abseits aller Konventionen steht, dadurch auch aller Trennungen, ja, die wir aller Ordnungsschemata, die wir einführen in unser Leben, eigentlich weder männlich noch weiblich. Also er ist ja außerhalb all dessen. Daher ist er im Grunde genommen, was jetzt hier in dem Tarot dargestellt wird, da wird das ja offengelegt gewissermaßen. Und da wird ja auch das Uranus-Symbol daneben gestellt. Ich habe ja vorhin gesagt, Löwe-Wassermann-Achse könnte man so als König-Narren-Achse sehen. Uranus ist natürlich dem Wassermann zugeordnet in der modernen Astrologie. Da kommt das auch nochmal rein. Er bricht die Regel. Und da denke ich auch jetzt wieder an Fasching und Karneval und Fastnacht. Also wo wir sagen, das ist die Zeit, in der wir aus unseren alltäglichen Rollen rausschlüpfen, die Gesetze brechen. Männer verkleiden sich als Frauen, Frauen als Männer. Und das gab es ja nein, nicht, bei euch nicht. In Hamburg macht man sowas nicht. Aber sagen wir mal so, es gab in vielen Kulturen, es gab ja auch die Saturnalien, die waren jetzt eher um Weihnachten rum. Es ist nicht immer diese Jahreszeit, aber es ist so typisch für diese Jahreszeit, dass wir dieses Aufbrechen der Normen, dass das in den Vordergrund gestellt wird. Übrigens auch bei dem, wie heißt der, Röhrig-Tarot, ne?
Genau. Da haben wir oben die Rune Wunjo, die er eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann auf dem Bild. Oben, eher auf meiner Seite, also oben rechts, seht ihr die Rune Wunjo. Ihr wisst ja, Runen sind ja ein bisschen so meine Leib- und Magenspeise. Der Runenbrunnen, lade ich euch gleich ein dazu. Schaut euch mal die Folge zur Wunjo an. Das ist die Freude. Und Freude passt ja dann in dem Fall auch, was wir vorhin in diesem Tänzerischen gesehen haben. Ja, dieses, ich freue mich einfach über das Hier und Jetzt und mache mir keine Gedanken, woher ich komme und wohin ich gehe, sondern ich mache einfach den nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist das Aleph oben Genau, links. Aleph. Aleph, genau. Das ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Im Hebräischen. Hebräisch, genau. Und damit auch ein Hinweis. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was auch die Golden Dawns, ne, zugeordnet haben. Genau, das ist nochmal, also das verweist auch wieder auf die Kabbala, dass jeder Trumpf hat einen hebräischen Buchstaben zugeordnet bekommen. Die Franzosen haben das anders gemacht als die Golden Dawner. Hier haben wir die Golden Dawn-Regel. Und dass da sich jetzt auch noch eine Rune auf der Karte befindet, das ist quasi ein Hommage an den Künstler Hermann Heindl, der eines der ersten deutschen Tarotdecks gemalt hat nach dem Krieg. Es gibt ja nicht wirklich eine deutsche Tarot-Tradition. Der Heindl hat das damals gemacht, weil er ein Symbol setzen wollte der Aussöhnung nach dem Holocaust zwischen jüdischer und germanischer, deutscher Tradition. Röhrig hat das übernommen. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob ich es persönlich so ganz großartig finde, aber die Heindl-Karten sind auch ganz tolle Karten und man sieht, dass da was fortgeführt wurde. Jetzt nochmal auf dieses Visconti-Tarot zu kommen. Da haben wir ja nun eher den törichten, also der sieht ja nun wirklich sehr töricht aus, wie er da so steht. Und hat sein Stab ist eher eine Keule, mit der man irgendwie Angst hat, er würde gleich zuschlagen. Und ich finde, er hat so eine Art Krone auf, die eher an die Freiheitsstatue von einem in Freiheitsstatue erinnert. Irgendwie da, wie er da sitzt, so mit seinem. Gerade, dass der Schlüpfer eben nicht noch runterrutscht, das ist also eine sehr erbärmliche Gestalt, wie ich finde. Das ist eine anarchische Gestalt. Das ist so Ja. eine, wie wir es bei dem Film Purge Day oder The Purge oder so uns vorstellen können. Da sind wir auch wieder bei dem Joker-Motiv Ja. angelangt, ne? Dass das Atavistische, das Anarchische, was der Narr auch verkörpern kann, das, was uns Angst macht, in uns wie auch in anderen, kann halt auch durch den Narren verkörpert werden. Schauen wir noch mal weiter. Ich habe jetzt noch mal zwei ganz moderne Decks mitgebracht. Sehr aktuelle Decks, sehr modern, sehr neu. Ja. Das, was auf deiner Seite ist, Kirsten, das kannst du sicherlich gut erklären. Das ist Genau, ein das ist das griechisches. Deck von Katrin Welz-Stein, eine deutsche Künstlerin, die aber hauptsächlich auch im amerikanischen Raum bekannt ist und die jetzt gerade ein Tarot-Deck rausgebracht hat, das ich persönlich sehr schön finde. Auch viele weibliche Figuren, hier auch ein weiblicher Narr oder eine Narrin. Und wenn ihr dieses Deck näher kennenlernen wollt, ich mache heute um 15 Uhr wieder meine Tarot-Wochenvorschau und da arbeite ich gerade mit diesem Deck. Hier sehen wir halt diesen Aspekt auch wieder mit Naturverbundenheit, was ja auch durchaus mit Primitivität, so zurück zur Natur, im Gegensatz zu der Stadtzivilisation gesehen werden kann und dass da, ohne dass wir es merken, unter uns schon immer Dinge wachsen. Also das Unterbewusste, das Unbewusste ist hier auch Thema, was beim Narren auch immer ein Thema sein kann, das dann sich oben in irgendeiner Form manifestiert. Wobei ich es bei dem Bild immer auch sehe, dass unten ist ja so eine Art Krokodilsfigur. Das erinnert ja auch an das Krokodil ist bei Crowley, glaube ich, beim Narren. Ich werde das Bild nach gleich noch zeigen. Genau. Auch da ist, also es könnte auch sein, also wir sind da oben auf der Oberfläche und denken eine wunderschöne Blume und in Wirklichkeit lauert ein Ungeheuer in den Tiefen. Weil das Ganze keine unfreundliche Ausstrahlung hat. Also es hat nicht den Charakter von Gefahr für mich. Krokodile sind ja auch nette Tiere. Ja. Also aus der Ferne sicher. Das Tarot auf meiner Seite, das ist das Brady-Tarot, ein Tarot, das ich persönlich sehr schätze, mit dem ich viel arbeite.
Das Brady-Tarot ist inspiriert vor allen Dingen von der nordamerikanischen Mythologie und Natur. Und da sehen wir hier einen Kuhsterling, so nennt sich dieser Vogel. Ich habe von ihm vorher auch noch nie gehört. Ein Kuhsterling mit Ä. Kuhsterling. Und Amy Brady hat die Tarotkarten noch mal ganz anders gedeutet, eben im Sinne der Naturbilder ihrer eigenen Heimat. Da kommen also viele Bilder der Tierwelt. Es kommen eigentlich nur Tiere vor. Und da sehen wir hier den Narren als einen Kuhsterling, der mit einem Bein schon aus dem Nest heraus ragt und eigentlich schon viel zu groß ist für sein Nest und nun eigentlich den nächsten Schritt machen muss, aber immer noch schreit nach Futter und ein anderer kleiner Vogel bringt ihm noch irgendwie, ich glaube, so eine kleine Spinne, mit der er gefüttert wird. Aber im Grunde genommen hängt er mit einem Bein schon raus. Sie sollten also das, was wir im Waite-Smith-Tarot haben, diesen Sprung in den Abgrund, den wir tun müssen, auch als Sprung aus der Geborgenheit des Nestes heraus in die Realität hinein. Ne? Das ist für mich so diese Botschaft. Mir gefällt das sehr gut, ja, auch wenn ich natürlich jetzt mit der amerikanischen Tierwelt nicht so vertraut bin. Aber auch hier merkt man, also wie dieses Bild, das wollte ich eigentlich mit den beiden Karten auch vor allen Dingen euch zeigen, wie das inspiriert, also wie wir von den Bildern des Tarot, dem Archetypischen inspiriert werden und dass wir immer wieder neue Formen finden, diesen archetypischen Inhalt darzustellen. Ich lese gerade noch mal hier, Pascal schreibt noch, ich tue es noch mal rein, ganz kurz, was er geschrieben hat. Ich finde es spannend, dass der Waite-Tarot scheinbar den modernen Menschen am ehesten kollektiv anspricht und sich ins Gedächtnis gebrannt hat, wenn man an Tarot denkt, während andere Systeme eher Spezialisten bekannt sind. Ja, das stimmt. Ja, Pascal, das liegt aber auch daran, dass das Waite-Tarot so ziemlich das einzige Tarot war, was nach dem Zweiten Weltkrieg verfügbar war. Waite war halber Amerikaner und er hat sein Deck dann auch in Amerika vertreiben können. Und hier in Europa gab es kein Papier nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es schwappte die amerikanischen Karten schwappten über England dann zurück, auch vor allem nach Deutschland, wo ja Waite sehr bekannt ist. Wenn du in den Latein, nicht in Latein, wie heißt es, lateinisierten Raum, also nach Italien, nach Frankreich, Spanien gehst, da wird viel mehr mit Marseille gelegt als mit Waite. Ja, also wir sind hier kolonialisiert durch angloamerikanische Tarots. Ich drücke ein bisschen aufs Gas, Kirsten. Ja, Alle ich sehe weiteren das auch. Links übrigens auch, Martina, Anna, findet ihr unten in der Infobox. Also wenn du Kirsten sehen willst, ich habe auch zu dem YouTube-Channel von Kirsten, habe ich verlinkt. Dort findet ihr sie heute Nachmittag um 5. Ihr findet sie dort. Ganz genau. Ja, wir drücken jetzt auf die Tube. Ich glaube, das ist auch die letzte Folie, die du hast, Ja, ne? habe ich ja. Ihr seht jetzt hier einmal noch das Crowley-Tarot, auch das Thoth-Tarot genannt, Thoth. Auch gemalt von einer Frau, möchte ich nochmal erwähnen, Lady Frieda Harris. Also auch hier kann man nicht sagen, dass das ein böses, schwarz-magisches Deck ist, weil es der Crowley gemalt hat. Nein, es hat eine Frau gemalt, was die Menschen da aufgreifen, was sie als negativ empfinden. Persönlich glaube ich, es hängt damit zusammen, dass es in 6 Jahre Arbeit während des Zweiten Weltkrieges entstand und die Frau nicht immer die schönsten Gedanken hatte, als sie sich ans Werk gesetzt hat. Beim Narren ist jetzt ein bisschen klein, ne? Die Karte, holt euch die auch mal wirklich groß hoch, weil da so wahnsinnig viel drauf ist. Ihr seht auf jeden Fall aber auch hier ein Krokodil, einen Tiger, der sich ans Bein des Narren klammert und dieser Narr, der sieht wirklich ganz anders aus als der von Waite. Der sieht eher aus wie ein grüner Mann, also so eine Robin Hood-Figur. Das sieht jetzt ganz toll aus. Halt mal aufs Gemächt noch ein bisschen mehr. Wir sehen diese Sonne, die er wirklich auf Höhe seines primären Geschlechtsorganes hat, was nochmal ein Hinweis darauf ist, dass er halt instinktgesteuert ist. Und auch hier haben wir eine kabbalistische Verbindung, die jetzt nicht so wichtig ist, aber stellt euch mal vor, euch springt dieser Mann nachts entgegen. Ja, dann
seid ihr eher auf der Joker-Seite der Macht als auf der Parsival-Seite. Und er hat natürlich auch männlich und weiblich, ne, hat ja weibliche Brüste. Also auch hier wird alles, was man so weiß, zum Narren hineingemengt bei Crowley. Auch das, was du ganz am Anfang sagtest, die Null, die eigentlich ein Kreis ist. Wir sehen ja hier das Ganze so von einem Kringel umgeben, der natürlich auch kabbalistische Bezüge hat. Ich denke, es sind die Sphären des Ein Sof und des Ein Sof auch. Du musst immer mit deinem Wissen glänzen, Ja, Christoph. immer wieder kommt mein Wissen durch. Ich kann nicht an mich halten. Aber Ja, und zudem, das, was du... ja, das andere Tarot, das kenne ich jetzt nicht, dieses hier. Genau, das ist das Tarot von Bennebel Wenn, einer, man kann sie eigentlich eine Tarot-Influencerin nennen, die wirklich sehr, sehr aktiv auf allen Social-Media-Kanälen ist. Ich bewundere sie sehr, weil sie neben ihrem 60-Stunden-Anwaltsjob auch noch ungefähr täglich 5 Stunden Tarot-Content produziert auf allen Kanälen. Das ist die erste Version ihres Tarot-Decks. Sie arbeitet gerade an der dritten Version. Und ich habe das jetzt einfach nur mal mit reingenommen, weil man hier sieht, dass asiatische Bezüge, sie kommt aus Taiwan, lebt aber in Amerika, beziehungsweise ihre Eltern kommen aus Taiwan, wie auch immer. Auf jeden Fall, da kommt auch ganz viel von der östlichen Kultur nochmal in die Decks und bereichert die Tarotsprache noch einmal. Da finde ich Und zum Beispiel spannend, dass sie das Null, die Null, den Kreis mit dem Ei, dem orphischen Ei der Schöpfung in Verbindung bringt. Ne? Die Schlange, die sich um das Ei windet, stammt ja aus dem orphischen Schöpfungsmythos. ja. Genau. Und Sehr dieses interessant. orphische Ei sehen wir auch öfter auf den Crawley-Karten. Ja, die Leute verabschieden sich langsam und wir haben aber noch einen Punkt, ne, den du ja angekündigt hast, Ja, Christopher. ich möchte einfach nur noch sagen, Fasching, Fastnacht, Karneval findet bei uns statt. Ab Mittwoch, ab 10. Februar, laden wir euch noch zur 5. Jahreszeit ein in der Geheimnisakademie. Wir haben einen Geheimniskurs, in dem es genau um den Narren geht. Ihr könnt dort in einer Geschichte, wer von euch die Rauhnächte schon von uns besucht hat, der weiß, wie wir das machen, eingebettet in eine Geschichte, eine spannende Geschichte, wo ihr von Tag zu Tag durch die Mysterien von Fastnacht, Fasching und Karneval geführt werdet. Und zwar nicht nur spaßeshalber, sondern wirklich im Sinne einer stufenweisen Entwicklung. Es sind ja 7 Tage, die wir haben und diese 7 Tage haben natürlich alle eine eigene Bedeutung. Da seid ihr herzlich eingeladen, dazu euch das mal anzuschauen. Ihr findet den Link auch in der Infobox. Und wie gesagt, da könnt ihr den Narren in euch entdecken. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber wir haben natürlich noch was anderes und darauf spielt Kirsten an. Da gehe ich aber jetzt mal in meiner Präsentation mal auf das Titelbild zurück. Denn wir wollen natürlich auch ja, euch nicht unbeorakelt in diesen wunderschönen Sonntag gehen lassen. Und Kirsten, ich höre schon, wie Kirsten die Karten mischt. Also ein schöner Impuls, ein Tagesimpuls für euch von Kirsten, für uns alle. Bin wir ja. haben jetzt dieses Orakel nicht so ganz perfekt vorbereitet, wie sich das in der närrischen Zeit gehört. Und ich werde jetzt einfach mal eine Karte ziehen dafür, wie alle, die heute zugesehen haben, ihren eigenen Narren, ihre eigenen Narren in dieser doch sehr närrischen Zeit auf vielen Ebenen des Erlebens besser leben können. Da bin ich sehr gespannt, was ich ziehe. Nee, jetzt nicht im Ernst, Kirsten. Schade, dass ich die Karten nicht hochgehalten habe. Du hast den Narren für uns Ich habe gezogen. den Narren gezogen. Es ist echt lustig. Es ist Also, ja nicht zu glauben. ja, das ist wirklich nicht zu glauben. Gut, dann muss ich ja nichts weiter erklären. Das ist ja echt cool. Ja, ich würde sagen, wir haben gut gearbeitet und euch den Narren gut vermittelt. Und da habe ich jetzt einfach ins Kollektiv mich hineinbegeben und die Karte gezogen. Gut, also
Ja, ich bin jetzt gerade etwas sprachlos. Ja, darfst du ruhig sein. Liebe Kirsten, vielen herzlichen Dank. Wir bleiben in der Narrenenergie und der Narr antwortet uns damit, wer sich mit dem Narren beschäftigen möchte, muss sich mit dem Narren beschäftigen. Also, es gibt keinen anderen Weg als durch die Null hindurch in die Vielfalt. Ich würde sagen, an dieser Stelle, liebe Kirsten, du hast gerade angehoben, noch was zu sagen? Ich wollte nur sagen, wenn euch das hier gefallen hat, wir sind jetzt öfter im Tarotgarten anzutreffen. Genau. Ob Nächsten Termin wir. habe ich schon mal festgelegt, Kirsten. Gut, dann müssen wir nochmal drüber sprechen, weil ich nicht weiß, was du festgelegt hast. In Aber 14 Tagen. alternierend ist geplant, dass wir uns eine Woche im Sternenturm und in der anderen im Tarotgarten treffen. Genau, also nächsten Sonntag ist auf alle Fälle der Sternenturm dran. Und nach meiner Erzählung wäre dann am Wochenende drauf der Tarotgarten dran, am 21. Am 21. Februar. So steht es auch gleich in meinem Abschlussbild, das ich euch noch ans Herz lege. Da könnt ihr noch ein bisschen die Musik hören, die ich extra für unseren Tarotgarten ausgewählt und konzipiert habe. Und da werdet ihr den 21. Februar sehen. Aber die sicherste Methode herauszufinden, wann es ist, ist, indem ihr unseren Kanal abonniert, die Geheimnisakademie auf Facebook oder auf YouTube. Und natürlich auch die Erinnerungsfunktion aktiviert, denn dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ganz Ja, in genau. dem Sinne, euch da draußen einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und das nächste Mal geht es weiter mit unserer Reise durch den Tarotkarten. Mal sehen, vor welcher Skulptur Kirsten ich als nächstes stehen bleiben und ins Philosophieren und Schwärmen geraten. In dem Sinne, alles Gute. Alles Gute, macht's gut.